Hallo und willkommen zurück zu Elex 2. Ich bin ein klein bisschen hyped. Ich lasse mich eigentlich nicht mehr wirklich hypen, habe ich ja gesagt in einem der, ich weiß nicht wie vielen Videos ich in der letzten Zeit aufgenommen hatte, bevor es mit Elex losging. Ich glaube, ich habe es in Skyrim mal gesagt. Oder in irgendeinem anderen Projekt. Aber ich habe mich wirklich gefreut, nach der ersten Stunde Aufnahme wieder Elex zu spielen. Ich hatte nicht so viel Zeit leider. Aber eine gute Stunde ist drinne, die wir jetzt uns mal wieder mit Elex und Margalan beschäftigen. Und das Wochenende ist dann auch ein... Na? Oh. mit dem Mist auf. Ups. Also doch eher duken, bevor wir uns einen auf die Finger haut. Ja, wie gesagt, ich habe mich drauf gefreut, Elex tatsächlich weiterzuspielen, also Elex 2 in dem Fall. Wir hatten hier ausgemacht. Ich guck gerade, ach so, wir sind runtergegangen. Ich überlege gerade, wo ich bin. Ich muss mich umorientieren. Du bist Drabak. Also der hat wahrscheinlich irgendwas zu sagen. Sirik. Moment, was? Billy Idol Konzert, was? Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Das war Herbert aus dem Orbit. Gott, Herbert sei still. Den gibt's also auch noch. Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, welche Charaktere sind aus Elex 1 tatsächlich noch in Elex 2 zu finden, weil man hatte ja durchaus... Mach mal den hier, mach den Moderator. Macht mehr Sinn, wenn ihr mich seht. Indirekt. Ich hatte mir tatsächlich ja die Frage, um nochmal anzufangen, gestellt, was wurde übernommen, was nicht, weil der Spielstand von Elex 1, der wird nicht angerührt. Also es werden keine Entscheidungen, die man selber im ersten Teil gemacht hat, übernommen, wie in Witcher zum Beispiel. Oder in... Boah, wo war es noch? Drakensang, glaube ich, habe ich was gesagt. Dragon Age. Da, oder Mass Effect. Und so in den Spielen, sag ich mal. Es gibt ja den einen oder anderen, wo du halt die Entscheidung übernommen werden, den nächsten. Und hier hat es Piranha Bytes tatsächlich, soweit ich es weiß, so gemacht, dass die geguckt haben, was haben prozentual gesehen die meisten Spieler gemacht. Deswegen wurde das anscheinend übernommen. Also zum Beispiel wie, mit wem sind die meisten Leute eine Beziehung eingegangen? Das war Kaya, deswegen ist Kaya die Frau von Jax, sozusagen. So als Beispiel. Wir gucken mal. Das ist eine Brause, ne? Was ist das? Nee. Allgemeines Gegenmittel, okay. Cool, dass die Sachen auch alle irgendwie ein bisschen anders aussehen. Wer sieht mich denn hier? Aber ich krieg keins auf den Sack, ne? Hör auf damit. Warum? Also. Lass den Unfug. Krieg ich dafür jetzt Stress? Ich frage mal ganz doof. Hab ich da irgendwas, wo jetzt... Wir haben Glossan, Charaktere, Kaya. Ah, okay. War jetzt ruckelt es aber doch noch ein bisschen. Aber nur kurz, wenn es einmal lädt. Genau. Oberstes Orakel, Schärfste Kampfagent der Berserker, Mutter von Jack. Okay. Adam. Kreaturen, Blutkralle. Das ist richtig cool. Ja, die Eule. Der Kreischer. Und der Schakal, den kennen wir noch aus dem ersten Teil. Der hat sich nicht so viel verändert. Imlock. Es ist ganz clever gemacht, mit dem Charakter jetzt hier zu sehen, weil das hatte ich beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ich das sehr cool finde, dass man seinen Charakter sieht, aber eigentlich dreht sich nur die Kamera und fokussiert Jax da in die Mitte rein. Ist jetzt nicht schlimm, weil im Endeffekt ist es ganz cool so. Was haben wir hier noch? Stärke und das ist Gesundheit und Lebenmodifikator. Wir haben nur einen Modifikator-Slot, ne? Was natürlich doof ist, aber was willst du machen? Pfeile, Speere, Pfeile. Ja, keine Ahnung, ob wir die brauchen oder nicht. Tränke. Als Schrott markieren. Oh, Quickslot zuweisen. Sollten wir vielleicht tun. Auf die... auf die 8. Ich habe Heilung eigentlich immer... Also ich habe immer ganz hinten immer eine Fackel oder sowas und dann habe ich eigentlich danach immer einen Heiltrank. Und du musst erstmal auf die 8, dann gucken wir mal.
Es fühlt sich zwischendurch mal ein bisschen zäh an, so stellenweise. Aber da wird vielleicht noch ein Patch rauskommen. Ich hoffe es jedenfalls, weil Piranha Bytes hat es ja nicht so wirklich mit Optimierung, leider muss man sagen, ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen. Das habe ich in anderen Let's Plays auch schon mal bemängelt, dass halt so das Grobe wirklich rausgehauen wird, rausgepatcht wird, das finde ich gut. Aber so, wenn trotzdem noch ein bisschen Tweaking da wäre, so als Bedarf, sag ich mal, dann kommt da meistens nichts mehr. Das war bei Gothic schon so. Das Spiel ist fertig, das ist einwandfrei spielbar, so überwiegend. Dann hat man das gelassen und dann war gut. Es gibt dort den ein oder anderen Fanpatch, aber naja. Bevor ich jetzt wieder zu viel verquatsche, gehen wir nochmal zurück, wo wir herkommen. Wir haben ja jetzt den hier. Ich möchte mal schauen, die Bude ist zwar zu Bruch gegangen, ich weiß auch gar nicht. Sehen wir unsere Hütte auf der Karte irgendwo? Von wo kommen wir eigentlich, ganz doof gefragt. Da, ne? Obwohl, ne, wartet mal, da kommen wir gar nicht. Ja, wir könnten zurückkommen. Aber da ist ja, da haben sie ja was drauf gelandet. Ich glaube nicht, dass wir da groß was finden. Weil der Plan war jetzt eigentlich eher, dass wir da nochmal gucken, ob wir was sehen. Wir machen mal so ein bisschen umgucken. So ein bisschen erkunden. Vielleicht so ein paar Landmarks. Ist das denn hässliches? Das erinnert mich so ein bisschen an die Blutfliegen aus ja, Blutfliege, ja. Aus Gothic, wollte ich sagen. Da haben wir es kaputt geprügelt. Das habe ich in Gothic, habe ich die Viecher gehasst. Ich meine, der habe ich jetzt keine Chance gelassen. So glücklicherweise schnell genug reagiert. Aber bei Gothic waren die Blutfliegen die Hölle. Die haben so eine Zickzack-Angriffs-Nervmuster gehabt und sind so oft ausgewichen, also... wir sollten uns auch mit den Morlocks, hätte ich was gesagt, mit diesen anderen Viechern da so ein bisschen mit dieser einen Fraktion nochmal so drum kümmern. Das können wir auch nochmal machen, aber nicht direkt. Ich möchte... Oh, Zigaretten, wie immer. Mich tatsächlich ein bisschen umgucken. Um mal so grob eine Idee zu kriegen, wo sich das Ganze hier abspielt. Teil 1 liegt ein bisschen zurück bei mir. Aber dennoch müsste ja das ein oder andere Landmark ja wieder zu erkennen sein. Und ich hätte gerne noch einen Lehrer. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel pausiert jetzt in dem Moment. Es ist jetzt kein Multiplayer, also sollte das theoretisch, aber das kommt darauf an, wie es programmiert ist und wie sie sich das gedacht haben. Attribute und Lernpunkte haben wir. Die spare ich mir aktuell noch, weil ich noch nicht weiß, in welche Richtung ich hier gehen möchte. Und ich möchte unbedingt als erstes, Entschuldigung, sowas in der Richtung hier, dass ich mehr Erfahrung bekomme für zermatschte Gegner aus Büchern und so eine Scherze. Für erledigte Missionen, also so quasi wirklich, dass wir einen signifikanten Anstieg beim Leveln halt auch merken. Ich meine, das wirst du so auch hinkriegen, aber das macht es am Anfang ein bisschen leichter und gerade zum Ende hin wird sich auch bezahlt machen, wenn wir so früh wie möglich nutzen, weil wenn wir zu lange warten, dann bringt es uns wahrscheinlich nichts mehr oder halt ist es sinnfrei. Ja, hier das ja auch, das müssen wir mal gucken, das Elixit müssen wir uns zusammenkratzen dafür, Intelligenz brauchen wir zum Beispiel hierfür, brauchen wir tatsächlich 50 Attributspunkte, brauchen wir einen, aber wir haben doch 10, hä? Gibt es da nochmal separat was oder müssen wir das hier rein investieren? Vielleicht. Stufe 1 bis 5. Zusätzliche 10 Attributspunkte. Gerissenheit 25 und Intelligenz 15. Naja, wir gucken mal. Aber das ist so das Erste, wo ich hin möchte. Boah, es ist das toll, wieder mit dem Jetpack so durch die Gegend zu jumpen. Mir doch so teilweise bekannt vor. Hm. So, was sagt die Aufnahme? Die sieht eigentlich gut aus. Die Autos hier, keiner. Ist meine Lichtmetall rum, ne? Hat jetzt sich nicht wirklich jemand
dran zu schaffen gemacht. Hm. Ein Hütchen. Das ist die große Preisfrage. Verlassen? Freunde da? Feinde da? Hm. Viehzeug wahrscheinlich. Also die Straße sah jetzt im ersten Moment so ein bisschen aus wie die eine, wo wir mal einen Kollegen gefunden haben, einen Outlaw, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls war da eine Tankstelle irgendwo. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Oh. Outlaw. Den hat es dahin gerafft. Ein Bild. Ja, nun. Gut. Zerknitterter Brief. Waffenlieferung. Waffe wäre eine gute Maßnahme. Eine neue Waffe. Die Qualität der Waffen war top. Mit dem angemessenen Entlohn, mit der angemessenen Entlohnung hat es auch funktioniert. Schön, dich zu sehen, dass nicht so geizig bist wie dein Vorgänger. Hat er nicht lange gehalten. Sobald Ort und Zeit die nächste Lieferung festhalten, schicken wir viel umgeben meine Jungs los. Gib deiner Frau rechtzeitig Bescheid. Vereinbarter Treffpunkt. Ja, nun. Hat nicht so wirklich lange gehalten, diese Partnerschaft. Geld. Okay. Was das? Beschädigter Kriegshammer. Macht mehr Aua. Können wir nicht benutzen? Grüner Stein. Ja, das, ich denke mal, den können wir nicht ausrüsten. Ach ja, die Axt, ne? Ich bin nicht gut genug. Ach, mach Sachen. Ich bin nicht gut genug. Echt? Schade. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Da wäre ich nicht drauf gekommen, Jax. Die Schwerter lohnen sich fast gar nicht. Vergleich jetzt. Ich meine, wir haben hier 2 Punkte. Ich meine, 1 in Stärke und 3 in Geschick. Dann könnte man das Schwert benutzen. 2 Schaden. Hm. Hier brauchst du aber schon 10 Stärke mehr. Und 7 Geschicklichkeit. Hier ist signifikant mehr Schaden, aber 30 Stärke und boah, 22 Konsti. Uff. Den Bogen könnten wir benutzen. Ha. Mhm. Okay. Oh fuck. Naja, ich hab ja gerade mal hier gespeichert, ne? Gucken wir mal. Hm. Huch. Deine Gesundheit ist gesunken. Ach, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aua. Au. Das ist so ein Ding, das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch lernen kann, aber wenn ich den hier mache, er steht auf halt beim... Ich habe ihn getroffen, oder? Ja. Ich frage, ob der Fernkampf beherrscht.
Ich glaube, im ersten Teil war das nicht so. Bin mir nicht mehr so sicher. Wir haben ein paar Pfeile. Auf den Arsch! Steckt der fest? Ist schon ein bisschen schäbig, oder? Meines funktioniert. Mal gucken, wie viel Erfahrung das gibt. Es wird sich wahrscheinlich nicht wirklich lohnen. Ach, guck mal an. Ich sehe gerade der, oh, das ging daneben. Der Balken für die Lebenspunkte bei ihm, die haben eine 50% Marke. Generell finde ich das cool, dass man sieht, die haben halt auch einen Ausdauerbalken, was ziemlich gut ist. Ich weiß nicht, ob die Infinite-Ausdauer haben, ich hoffe nicht. Ich meine, er greift jetzt nicht an, da sieht man das nicht wirklich. Da müssen wir mal im Kampf aktiv drauf achten, wenn wir mal was anderes machen. Oh, Kopftreffer macht anscheinend doch mehr Schaden, ist sehr gut. Aber man sieht halt wirklich, dass man ihn, wenn ich ihn anpeile, man sieht halt tatsächlich, okay, da ist mein Ziel, ich treffe das jetzt auch. Es sei denn, der Pfeil fliegt wirklich so blöd, weil er ausweicht. Ja, ist jetzt ein bisschen... ist jetzt schon... grenzt ja schon beinahe ein bisschen an Cheaten, wenn er so ist. Aber das habe ich bei den ersten Gothic-Teilen teilweise so oft gemacht. Weil sie halt... ne, 130 EP, das ist eigentlich ganz ordentlich. Das ist ganz okay. Ich weiß nicht, was wir pro Level brauchen jetzt, aber... klingt erstmal nicht verkehrt. Aber im Nahkampf brauchen wir die Dinger hier noch definitiv nicht probieren. Wo sehe ich meine Erfahrungen? Attribute. Hat das ein Maximum hier? Nahkampfstärke. Okay. Das hat irgendwas... Ah, ich verstehe. Das macht sich jetzt tatsächlich auch bemerkbar. Das ist ja interessant. Wir haben hier zwar das, aber ich sehe nicht... Ach, hier oben. 1500 pro... Also für den nächsten Level jetzt. Wir haben 850. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Das hat man im ersten Teil auch absolut nicht gesehen. Du hast zwar diesen Balken gehabt, aber die Farbe war fast die gleiche wie... ich sag mal, der Hintergrund. Jetzt so ein bisschen cheesen jetzt, den Raptor da einfach so auszutricksen. Da ist noch einer. Ja, nee, nee. Ohne LP würde das vielleicht gehen, aber... was bist du denn, eine Ratte? Pestratte. Ja. Ah, 10 EP, das ist nicht die Welt. Aber ich kämpfe halt gerne mit Fernkampfwaffen. Aber, ist das ein Bunker? Ja, das sieht nach einem Bunker aus. Thermoflasche. Bolzen. Alte Lampe. Beschädigtes Schwert, okay. Ah, war auch nicht benutzen. Schade. Wir scheinen in einem Teil zu sein, den wir im ersten Teil noch nicht besucht haben, sag ich mal. Ich meine, ich laufe jetzt einfach mal querfeld ein. Das ist ja meistens so das Tolle an diesen Spielen. Da ist... ja, eine Art Kuppel. Wartet mal, mir fällt gerade ein auf um. Hier unten ist Eis. Wenn das jetzt Ignadon sein könnte, oder so ein Teil davon. Was ist mit Tavar passiert? Wo ist die Wüste hin? Nee, wartet mal, hier oben, das ist eher so Ignadon. Oder? Ich habe keinen blassen gerade, bin ich ehrlich. Aber die Wüste scheint weg zu sein.